Einen schönen guten Morgen, liebe Zuschauer, zum heutigen JFD Live Trading TV am 22. April, 10.30 Uhr. Wir schauen auf den DAX und der, ja, kommt ein Stück weit ernüchternd daher. Wir sehen Verluste und das nach einem positiven Auftakt, nach einem positiven Upgap, was wir hier am Morgen gesehen haben. Zum Upgap können wir gleich nochmal kommen. Hier haben wir ja die 24-Stunden-JFD-Indikation. Das heißt, wir haben hier keine Gaps drin, sondern der Handel wird fortlaufend geführt. Interessant hierbei, wir hatten gestern Morgen die Einschätzung, okay, DAX hier 12.100 kann ein Level sein, das wir ansteuern im Ideal, aber Rücksetzer wären hier durchaus auch eine denkbare Option, wenn gleich hier aufgrund des starken Morgenschubs die 12.100 hätte ruhig touchiert werden können. Dazu kam es nicht. Der Markt setzt am Nachmittag zurück, um dann direkt zum Xetra-Handelsschluss weiter nachzugeben. Unsicherheit pur. Letztlich müssen wir die Situation jetzt neu bewerten. Der DAX also hier, den direkten Auftrieb, den es gestern gab und auch heute Morgen, den konnte der DAX nicht nutzen. Wir haben auch aktuell hier diesen Aufwärtstrend durchbrochen, kurzfristiger Natur aus dem Stundenchart. Das ist aber alles noch nicht so dramatisch, denn man darf natürlich nicht vergessen, wir haben jüngst jetzt hier aufgrund der vorangegangenen Verluste aus der Vorwoche hier erstmal einen sehr, sehr dynamischen Wochenauftakt gesehen und jetzt augenblicklich wird die Situation mehr oder weniger konsolidiert. Wochenpivotpunkt. Hier haben wir ihn. 11.902 sollte im Auge gehalten werden. Wir haben hier auch einen Horizontalsupport, den ich jetzt mal grün mache, in diesem Bereich, knapp unter diesem Bereich liegen, der jetzt nicht unterschritten werden sollte. Also, wenn wir hier nochmal unter 11.900 Punkte absinken, neues Tagestief machen, dann muss man davon ausgehen, dass der DAX noch ein Stück weit tiefer zurückkommt. 11.800 wäre da überhaupt kein Problem. Von diesem Level ausgehend, dann jedoch hier durchaus nochmal ein Reversal nach oben zu vollziehen. Andernfalls hat das jetzt schon genügt und der DAX versucht sich hier schon bereits an einer Stabilisierung. Die Amerikaner, wie gesagt, sehen technisch nicht so schlecht aus und hier könnte sich in Wälde ein Ausbruch andeuten. Insofern will ich den DAX hier nicht abschreiben. Aufgrund des positiven Auftakts in die Handelswoche erscheinen mir hier nach den jetzigen Verlusten durchaus baldige Gewinne möglich oder wieder möglich vielmehr, die den DAX dann eben hier durchaus weiter nach oben ziehen könnten. Hier Zurückkehr über 12.000 Punkte, über 12.050 und dann gegebenenfalls eben hier das Ziel von 12.100 Punkte anzuvisieren. Obacht allerdings, wenn wir ein neues Tagestief machen, hier 11.900 fällt, dann muss man davon ausgehen, dass nochmal gute 100 Punkte Abschlag drin sind. Gar keine Frage. Also insofern der DAX hier in einer sehr, sehr spannenden Situation, die es in den nächsten Minuten schrägsche Stunden aufzulösen gilt. Die Chancen dafür stehen mal gar nicht schlecht, dass der DAX das noch hinbekommt, hier entsprechend nach oben rauszuziehen, aber man soll da niemals nie sagen. Grundsätzlich vom Tagesschart her haben wir die Situation, das haben wir gestern in der US-Session am späteren Nachmittag nochmal besprochen. Auch hier die Lage 11.900, 11.902, 11.875 sehen ja diesen Horizontalbereich. Das ist eine Marke, eine Price Action Zone, wo es eben in der Vergangenheit, hier insbesondere im März und dann auch hier nochmal im April mit der Kerze vom 3.4. immer wieder Nachfrage gab. Der Durchbruch vom Freitag jetzt wurde am Montag direkt hochgekauft. Dienstag Anschlusskäufe und jetzt konsolidieren wir ein Stück weit. Jetzt ist eben wichtig, wenn wir zurücksetzen, dass das im Idealfall nicht zu weit passiert. Es kann durchaus aber Rücksetzer bis 11.800 Punkte noch geben, wie auch immer geartet. Von dort aus hat der DAX meines Erachtens aber gute Chancen, nach oben wieder anzudrehen, aufzudrehen, um dann letztlich hier doch den Bias einer größeren Korrektur zu vermeiden. Unter 11.700 wäre dann jedoch hier sicherlich der zu dem Abschluss der letzten Woche präferierten Rutsch Richtung 11.400 Punkte, 11.350 Punkte vorzusehen. Also das wäre immer noch ein Alternativfahrplan. Augenblicklich jedoch rechne ich damit, dass der DAX, wenn er denn jetzt die Schwäche jetzt hier nicht weiter ausdehnt, auch weiter ansteigen kann. Deswegen würde ich hier auch den blauen Pfeil nochmal ein Stück justieren und nur den blau gestrichelten runter machen, für den Fall, dass es eben hier doch nochmal zu tieferen Rücksetzern kommt. Aber es kann auch schon reichen, was wir jetzt gesehen haben an Schwäche. Ja. Ansonsten 11.800 muss einkalkuliert werden. Von dort aber, wie gesagt, sehr, sehr gute Chancen eines neuen Aufwärtsimpulses. Warum? Weil eben auch hier neben der Tagesschlusszone 11.870, 11.875, hier insbesondere dieser Bereich, schauen sich die Kerzenkörper an, die sich hier reihum im März um dieses Level 11.800 herum ereigneten. Und jedes Mal wurde der Markt eben hochgekauft und die Schwäche eben vom Freitag hat sich hier mit den starken zwei letzten Tagen in Anführungszeichen relativiert.
Wenngleich natürlich zwei Kerzen dafür notwendig waren, die eine Kerze vom Freitag zu neutralisieren, mehr oder weniger. Aber jetzt kommt es eben darauf an, dass wir hier, wenn wir jetzt die leichten Rücksetzer sehen, nicht in eine große Schwäche ausarten. Diese wäre insbesondere eben unter 11.700 per Tagesschluss gegeben. Nochmal kurz zum Wochentag. Heute Mittwoch haben wir hier tendenziell einen leicht positiven Bias. Heißt also hier, 54% positiver Schlusspreise ist mal gar nicht so schlecht und könnte hier den DAX durchaus ein Stück weit stützen. Saisonalität zeige ich Ihnen auch gerne nochmal. Unverändert, wir sind hier in einem bullischen Bias. Der DAX hat saisonalen Rückenwind weiter anzusteigen und das sollte er eben auch nutzen, die Chance. Wie gesagt, heute einen Tag, selbst wenn positive Schlusspreise daherkommen, würden jetzt hier nicht alles zerbrechen lassen, aber sollte eben nicht unter 11.800 Punkte zurückgehen, dann haben wir hier gute Chancen, nach oben rauszuziehen. So viel aktuell zum DAX. Wie gesagt, neue Hochs, neue Wochenhochs werden hier durchaus präferiert. 12.100, 12.200 sind meines Erachtens noch drin. Wochenpivotpunkt gerade umkämpft. Ansonsten, wenn wir uns darüber stabilisieren, 12.171 ist hier der Wochenresistant-Punkt 1. Liegt hier auch knapp unter dem Widerstand von 11.200 Punkten. Also ein sehr, sehr interessantes Level für den DAX, wenn wir jetzt hier wieder anstrebende Kurse sehen. Aber dazu muss er sich eben fangen und ob er das tut, das werden wir mal sehen müssen. Die aktuelle Kerze, wie gesagt, deutet Schwäche an. Vielleicht hier ein bisschen Stop-Fishing. Wir werden sehen. Grundsätzlich sollte jetzt hier nicht mehr auf die große Verkaufsfläche gedrückt werden. Hier unten haben wir nochmal den Stundenchart. Ich zeige nochmal die 11.700 ein. Wenn wir da drunter gehen, wäre es definitiv schlecht. Jetzt nochmal kurz zum Xetra-DAX. Hatte ich Ihnen ja gesagt, angekündigt. Das heißt, wir stellen den Handelsplatz um hier im Guidance auf den Xetra-DAX. Und da sehen wir im Prinzip die Kurslücken. Okay, das ist natürlich eine leicht andere Darstellung. Warum? Natürlich, weil hier die Kurslücken im DAX sind. Wir haben auch hier den Wochenpivotpunkt leicht verschoben. Der ist nicht generell großartig anders, aber wie Sie sehen, Sie haben knapp 15 Punkte Unterschied. Okay? Also hier Wochenpivotpunkt aktuell sogar hier im Xetra DAX umkämpft. Aber was interessant ist, wir haben hier das Gap, das Abgap hier geschlossen. Und das ist eine interessante Konstellation. Also das zeigt auch hier auf, aha, Gap-Schließung könnte soweit der Bärengunst befriedigt oder zugute getan sein, dass hier die Bären jetzt ihre Orders abgeschlossen haben. Gap Close des Gaps hier vom 20.04. ist erfolgt, beziehungsweise hier des Gaps vom 21.04., also vom 20. auf den 21. Hier praktisch schön sauber abgearbeitet und jetzt eben die Situation, dass der DAX gute Chancen hat, aktuell sogar wieder anzusteigen, wenn wir keine neuen Tagestief unter 11.900 insbesondere sehen. Also spannende Situation, definitiv. Ich wünsche Ihnen viel Erfolg und glückliches Händchen beim Handel. Wenn Sie mögen, hören wir uns heute im Nachmittag nochmal wieder. Bis dahin eine gute Zeit. Ihr Christian Kämmerer.